Herzlich willkommen zu dem versprochenen Making-of und auch zu den anstehenden Infos zum Promotion-Kanal. Mit letzterem beginnen wir auch direkt, weil es wohl das ist, was die meisten interessiert und auch das ist, wofür die meisten hier sind. Vorerst, die Teilnehmerzahl wurde stark dezimiert, genauer gesagt von 32, die anfänglich geplant waren, auf 8. Ich weiß, das klingt erstmal sehr überraschend, aber woran liegt das genau? Sehr viele Leute haben abgegeben, aber da sind teilweise wirklich Videos dabei, bei denen ich mich weigere, sie zu promoten. Und manche haben sich auch schlichtweg nicht an die Regeln gehalten, das heißt, da wurden Videos abgegeben ohne unzureichenden Quellen und Lizenzen oder einfach Videos, bei denen ich nicht mal wusste, von welchem Kanal sie kamen. Wirklich unerhört eigentlich, das ist frech. Nein, wirklich, aber danke, dass ihr abgegeben habt, aber strengt mal euer Hirn an, kann es ja einfach nicht sein. Ich dachte mir, ich nehme einfach nur 8 richtig gute Teilnehmer und nicht 32, bei denen dann ungefähr ein Drittel richtig scheiße ist. Es liegt einfach nur daran, ich würde vielleicht noch das Potenzial hinter gewissen YouTubern bewerten, aber ich lasse euch auf Zuschauer los. Und YouTube-Zuschauer, die gucken eben nie nach dem eigentlichen Potenzial, das da drin steckt, sondern die interessiert irgendwo nur das Endprodukt. Ich kann eventuell noch darüber hinwegsehen, aber ein herkömmlicher Zuschauer, der würde sich einfach nur darüber aufregen, wenn eine kreative Idee so grottenschlecht umgesetzt ist, weil zum Beispiel das ständige Knacken vom Mikrofon für das große Kotzen sorgt oder das Video mit einem Toaster gefilmt wurde. Genau das gleiche gilt natürlich auch für Videos, die an sich gut recorded sind und auch guten Inhalt haben, aber einfach nur gefühlt mit Movie Maker auf dem Laptop der Oma der Creator geschnitten wurde, weil sie einfach kein Geld für einen richtigen PC haben. Das heißt, die 8 Leute, die jetzt in dem Promotion-Projekt involviert sind, sind folgende. Ich muss das kurz ablesen, deshalb schaue ich nicht auf die Linse. Sorik, Mac Macker, Psychologisch, Film Around, Leonardo TV, das Omega-Tier, Remo und Stick, deine Mutter. Links zu den Teilnehmern findet ihr übrigens unten in der Beschreibung. Mir ist dann auch noch im Nachhinein aufgefallen, dass ich wohl zu hohe geistige Fähigkeiten vorausgesetzt habe, als ich von euch verlangte, dass ihr einfach nur ein Programm mit 3 Klicks downloadet und damit einen Ordner erstellt, den ihr mir dann zusendet. Deshalb nochmal ein Angebot an euch. Viele von euch kennen bestimmt Google Drive. Das ist eine Internetseite von Google, bei der man Dateien hochladen kann und andere können sie dann mit dem passenden Link downloaden. Das heißt, ihr habt ein Google-Konto, logischerweise, weil ihr ein YouTube-Konto habt. Ihr geht dann zu Google Drive, meldet euch dann an mit eurem Google-Konto, wenn es nicht sowieso automatisch schon seid. Und dann ladet ihr dort einfach eure Datei hoch, gebt die frei mit einem Link und sendet ihn mir an diese E-Mail-Adresse zu. Das ist ein Angebot für all die Leute, die eventuell schon ein Video gemacht haben, es auch noch eventuell auf der Platte rumliegen haben, aber es mir einfach nicht zusenden konnten, weil sie nicht die technischen Möglichkeiten hatten, beziehungsweise die Kompetenz dazu. Entschuldigung. Ihr habt eine Woche Zeit dafür, bis nächstes Wochenende. Ihr könnt abgeben, wann ihr wollt, eben in der folgenden Woche. Ich weiß nicht, ob deutschlandweit Fastnachtsferien sind, aber wenn ja, dann habt ihr da ja sowieso genug Zeit dafür. Es gibt 2 Teilnehmer, bei denen ich mir wirklich unsicher bin, ob sie wirklich drin sein sollten, vor allem weil die Lizenzen nicht vollständig sind, also eigentlich dürften sie laut Regeln nicht drin sein. Und ich denke, bei den beiden, da wird es tatsächlich so sein, wenn irgendein Teilnehmer jetzt innerhalb der nächsten Woche um die Ecke kommt, der 1000-mal besser ist, dann werden diejenigen ersetzt. Es tut mir wirklich leid, das Ganze ist ziemlich unprofessionell geworden, aber auch einfach nur, weil ich meine Reichweite und auch irgendwo eure Möglichkeiten, glaube ich, hoffnungslos überschätzt hatte. Das heißt, ich dachte eigentlich, ich kriege 1000 Videos zugesendet, die so krass sind, dass ich mich gar nicht entscheiden kann und das so ziemlich das genaue Gegenteil ist passiert. Kann man nichts machen, war irgendwo mein Fehler. Aber ich denke trotzdem, das Ganze wird relativ gut, vor allem, wenn man nur 8 Teilnehmer hat, beziehungsweise ein bisschen mehr und keine 32, weil man dort auch schon mal ganz schnell den Überblick verlieren kann. Fokussier doch. Hallo, ich bin ein Gesicht, du Hurens. Ein weiteres Problem ist tatsächlich, dass ich einfach überhaupt gar keine Ahnung habe, wie ich den Promotion-Kanal nun nennen soll. Das Ganze klingt jetzt erstmal richtig peinlich und unprofessionell. Es ist aber halt wirklich so, dass ich den Kanal nicht irgendwie JF Promotion nennen möchte, weil das Ganze ist viel zu standard und zu unkreativ. Er sollte aber nicht JF Not Promotion heißen, weil das den Sinn irgendwie verfehlt. Es sollte also was Kreativeres her. Das Ganze sollte dennoch nicht irgendwie affig oder cringy sein, auch wenn diese Eigenschaften wirklich sehr gut zu mir passen würden. Vielleicht habt ihr ja irgendwelche guten Ideen, schreibt sie mir einfach mal in die Kommentare, so wie ich es immer mache, unter dem angepinnten Kommentar. Wenn alles fertig ist, also nach dieser Woche, nachdem die Leute abgegeben haben, wird es denke ich nochmal so einen halben bis einen Monat dauern, bis das Ganze dann wirklich online geht. Nun aber zu den Making-ofs. Wie entsteht ein typisches JF Not Kennedy Video? Fangen wir einfach mal mit den allgemeinen und oft auftauchenden Meinungsblogs an. Für diese braucht man natürlich erstmal ein Thema. Das findet man meistens auf Twitter, wenn sich wieder irgendwelche lustigen Typen wie zum Beispiel
lustige Typen, wenn sich halt wieder irgendwelche Humorbehinderten über irgendwas lustig machen. Manchmal werde ich auch in der Schule angesprochen, ob ich nicht mal über dieses oder jenes reden könnte. Soziale Kontakte sind wirklich sowas gut. Oder ich durchforste einfach YouTube und seine Schattenseiten nach irgendwelchen Themen und werde dann meistens auch fündig. Aber das ist wirklich so die seltenste und spannendste und allgemein blödeste Art und Weise, an ein Thema zu kommen. Habe ich dann das Thema, kommt ein Oxford College Block mit 90 Gramm Papier auf meinen Schreibtisch, auf dem ich dann eine Mindmap anlege mit einem X-Ray Lamy Füller. No Product Placement. Dort kommen dann natürlich alle wichtigen Themen, Gedankengänge, Argumente und so weiter drauf. Alles überhaupt gar nicht strukturiert nach irgendwelchen Kriterien. Einfach nur meine Gedanken zu Papier gebracht. Danach kommt eine Dezimalklassifikation ebenfalls auf den College-Block. Das soll eben eine Reihenfolge anlegen, strukturieren und unnötige Wiederholungen vermeiden. Sollte das alles geklappt haben, schreibe ich alles genau so, wie ich es später sagen werde. Wort für Wort in Word auf. Dabei ist Rechtschreibung komplett egal, weil ich ja der Einzige bin, der das lesen können muss. Mit Recherche, jedes kleinste Detail raushören, Argumente anlegen, Argumente nochmal auseinandernehmen, dass sie wirklich idiotensicher sind und so weiter, ist diese Dauer wirklich realistisch. Danach geht es an die Aufnahme, dafür nutze ich Audacities und KuchenTVs altes Mikrofon, das er mir vor rund anderthalb Jahren mal geschenkt hat. Für die Leute, die es interessiert, es ist ein T-Bone SC450 USB. Aufnahme wird in Audacity geschnitten, mit Bass, Höhen, Kompressor, Verstärker, Equalizer und Normalisierung bearbeitet. Später wird das Ganze natürlich exportiert und ich spreche immer einen Block im Skript so vor mich hin, ohne Aufnahme, und danach nehme ich das Ganze wirklich auf. Und warum ich das zweimal mache und quasi vorher nochmal durchgehe, liegt einfach daran, dass ich das Ganze flüssig aussprechen kann und eine gewisse Übung habe. Vor allem jetzt ist das gerade ein bisschen wackelig, ich weiß nicht, ob man das merkt, also man merkt es bestimmt, dass ich halt einfach, ich habe hier unter der Kamera mein Skript hängen und ich linse immer mal so ein bisschen runter, weil ich natürlich nicht alles auswendig kann. Das Ganze ist aber viel mehr freie Schnauze als bei den anderen Videos, was irgendwie die ganze Arbeit für das Skript, das ich auch wieder Wort für Wort geschrieben habe, irgendwie unnötig macht. Aber ich hoffe, das stört euch nicht. Es empfiehlt sich übrigens immer während der Aufnahme ein Glas Wasser, Coke Zero, Zigaretten oder irgendwas anderes für die perfekte Sapperfresse neben sich zu haben, damit man eben kein Pappmaul bekommt. An der Stelle sollte natürlich auch klar sein, dass ihr nicht während oder vor der Aufnahme kiffen solltet. Kleiner Tipp vom Profi. Diese komplette Aufnahmeprozedur dauert dann so circa 2 Stunden und ist damit so ziemlich der kürzeste Arbeitsschritt überhaupt. Erfordert dafür aber auch wirklich ordentlich Übung. Vergleicht einfach mal meinen aktuellen Redefluss mit dem von vor 2 Jahren und werdet feststellen, da hat sich ordentlich was getan. Tipps kann ich euch dafür nicht wirklich geben, einfach nur viel üben. Das heißt, vor Menschenmengen sprechen, mit anderen Menschen sprechen, viel am Mikrofon oder vor der Kamera sein. Das ist so einfach das Wichtigste. Ihr müsst nur üben. Und der wohl beste Tipp, den ich euch geben kann, weil das halt einfach, ja, das ist so essentiell, schneidet niemals Wort- oder Satzfetzen zusammen. Das heißt, wenn ihr einen Satz aussprecht und euch dann in der Mitte irgendwo verhaspelt, dann sprecht nicht nochmal den Satz ab der Hälfte aus und schneidet das dann zusammen. Das klingt einfach so blöd und unnatürlich. Das heißt, wenn ihr euch verhaspelt, nicht irgendwas zusammenschnipseln, sondern nur nochmal den kompletten Satz flüssig und neu aussprechen. Es klingt dann am Ende einfach nur viel besser, viel flüssiger und natürlicher, als wenn ihr da anfangt, irgendwas zu konstruieren. Nun kommt aber der schlimmste, längste und wohl ätzendste Teil der kompletten Videoproduktion. Der Schnitt. Was bei JF Answers oder allgemein noch kreativ angehauchten Projekten wirklich Spaß machen kann, weil ein anfangs zusammenhangsloses Projekt, an dem ihr lange gearbeitet habt, endlich im Schnitt zusammenfindet, verkommt hier einfach nur zur Qual. Ihr nehmt als allererstes ein Gameplay, dann nehmt ihr irgendwelche Partikel, klatscht ihr darauf, nehmt euren Ordner mit dem kompletten Stock-Footage und euren Fotos, zieht den da rein, macht Objekte transparent, skaliert diese, schreibt Texte, erstellt Pop-Up-Animationen, lasst das Bild von links nach rechts, rechts nach links, von unten nach oben nach unten, oben nach rechts, rechts nach oben, rechts nach unten nach rechts, unten nach links nach unten, oben nach links nach oben und so weiter fahren. Vielleicht dann noch mit einigen Effekten, wie zum Beispiel dem RGB-Split oder irgendwelchen Chroma-Key-Effekten, damit das Ganze schön transparent wird. Aber das Problem ist, dass ihr das eben immer und immer wieder auf die gleiche Art machen müsst. Und das kotzt richtig an. Das heißt, ihr müsst 13 Minuten mit dem immer gleichen Scheiß durchziehen und es immer auf die gleiche Art machen. Die eigentlich kreative Arbeit verkommt dann am Ende zum Geduldsspiel. Immer wieder Bild reinziehen, auf die entsprechende Größe skalieren, eventuell Effekt drauf, passend einblenden, eventuell mit Pop-Up-Animation mit ein paar Keyframes wieder passend ausblenden. Da sollte es eventuell am besten noch mit irgendwelchen anderen Bildern interagieren und so weiter. Und das immer und immer wieder. Dabei sollte man aber niemals Symbolik, Geschwindigkeit des Schnitts, farbliche Abstimmung oder allgemeine Ästhetik aus den Augen verlieren. Um eine Minute eines Meinungsblocks zu schneiden, braucht man dann so ungefähr 2 Stunden, weil jedes einzelne Bild, also jeder einzelne noch so kleine Schnipsel, ein Effekt,
eine Skalierung und vor allem einen guten Grund für sein Dasein hat. Am Ende ist man dann ganz schnell mal bei 25 bis 30 Stunden Schnitt, weil vor allem dann am Ende wirklich die Luft raus ist und man gar keinen Bock mehr hat. Das heißt, man braucht dann auch automatisch länger. Die Arbeitszeit für eine Minute potenziert sich also und ihr braucht immer länger, je länger das Video geht und je länger ihr daran arbeitet. Früher habe ich mit Sony Vegas geschnitten. Dieses Programm ist aber unglaublich kacke, weil sich einfach nur Bugs häufen, es stürzt regelmäßig ab, Projekte gehen kaputt und so weiter. Das sorgt einfach für unglaublich viel Frustration. Und angenommen, ihr habt ein Projekt gespeichert, ihr habt es editiert und dann öffnet ihr es und es funktioniert einfach nicht, weil sobald ihr auch nur den Cursor bewegen wollt, kackt das Programm ab. Das Projekt ist im Endeffekt kaputt, ihr könnt es nicht speichern, ihr könnt es nicht editieren, ihr könnt es nicht rausrennen, ihr könnt gar nichts damit machen. Das Projekt ist kaputt und somit habt ihr im Endeffekt so einen ganzen Arbeitstag in Sand gesetzt. Ein kompletter Tag, wenn nicht mehr, ist quasi für umsonst. Also kostenlos, wenn man so möchte. Jetzt schneide ich mittlerweile mit Premiere Pro ganz einfach deshalb, weil es viel flüssiger und stabiler zu bedienen ist. Allgemein die verschiedenen Oberflächen, zum Beispiel für Color Grading und so weiter, sorgen einfach für ein viel angenehmeres und eleganteres Editing, als es zum Beispiel bei Sony Vegas der Fall ist. Dennoch muss man bei Premiere Pro einige Dinge manueller machen als bei Sony Vegas und man braucht auch teilweise mehr Plugins. Hat zum Beispiel Sony Vegas einen vorgefertigten TV-Effekt, so muss man diesen bei Premiere wirklich erst mit Mühe und Not selbst erstellen. Hat aber den Vorteil, dass es dann am Ende wirklich viel besser und allgemein passender aussieht als bei Sony Vegas. Das Ganze ist natürlich aber auch so, dass es nicht bei jeder Ecke so ist. Es sind halt einfach nur ein paar Effekte, die Sony Vegas hat, wofür man die auch immer brauchen kann, aber sie gibt's halt. Man kann sie in Premiere Pro auch machen. Dazu muss man aber verschiedene Effekte, verschiedene Ebenen und so weiter kombinieren. Was aber wirklich für Premiere Pro spricht, ist eben, dass es so selten Bugs und Aussätze hat, ganz im Gegensatz zu Sony Vegas. Ich arbeite jetzt seit 3 Monaten mit Premiere Pro und hatte in dieser Zeit, glaube ich, einen Bug. Und diesen Bug, den konnte ich perfekt beheben, indem ich einfach nur kurz gegoogelt habe. Ihr müsst euch vorstellen, die Leute, die Sony Vegas nutzen, sind selber Amateure, haben also auch gar keinen Plan von diesem Programm. Und teilweise sind auch die Bugs bei Sony Vegas ziemlich unbegründet. Deshalb können diese Leute vor allem in Foren euch nicht wirklich gut helfen, wenn ihr wirklich versucht, ein Problem, einen Bug zu lösen. Die Leute, die hingegen mit Adobe Premiere Pro arbeiten, sind teilweise richtige Profis. Das heißt, es sind Leute, die wirklich bei irgendwelchen Agenturen für Imagefilme und so weiter arbeiten und sich richtig gut auskennen. Nun aber zu sämtlichen kreativen Videos. Der Grundsatz ist eigentlich folgender. Man hat eine zündende kreative Idee, meistens beim Kacken, und versucht diese dann möglichst gut auszugestalten und in ein Video zu verpacken. Ich möchte jetzt hier, wenn ich auf kreative Videos eingehe, mich nur auf die Produktion beziehen. Ich beziehe mich hierbei aber auch nur auf die neueste GF1, das ganz einfach deshalb, weil dort mein komplettes Wissen reingeflossen ist. Das heißt, es ist einfach das Sinnvollste, wenn ich dieses Video nehme, weil dort alles drin ist, was ich so quasi weiß. Da ich bei GF1 immer eure Kommentare nehme, habe ich eigentlich relativ wenig zu tun, was das Skript angeht. Ideen für Sketche kommen halt auch einfach immer wieder. Wie bereits gesagt, meistens beim Kacken. Denn nur durch äußere Eindrücke kann man eben Inspiration sammeln. Das heißt, es wird einfach nicht funktionieren, wenn ihr euch an euren PC setzt, euren Bildschirm anstarrt und versucht zu grübeln, was ihr denn jetzt genau in diesem Video macht. Rauszugehen und, wie gesagt, Kontakte zu suchen, das kann tatsächlich bei Meinungsblogs wirklich Gift sein. Bei Meinungsblogs ist es nämlich einfach nur gut, sich vor den Bildschirm zu setzen. Ablenkung ist also dort das Letzte, was ihr brauchen könnt. Aber bei kreativen Videos könnt ihr gar nicht genug davon bekommen. Dennoch gehe ich jetzt, wie gesagt, viel mehr auf die Produktion ein. Nehmen wir mal einfach die Lichtschwert- und die Autogrammszene aus dem letzten Video. Die habe ich mit einem guten Kumpel, Dennis, noch in 2017 gedreht. Und das Ganze hat dann circa eine Ferienwoche gebraucht, bis ich wirklich alles, was wir dort gefilmt haben, zusammengesetzt hatte. Das erste, was man dort sieht, ist zum Beispiel, wie das Lichtschwert vom Tisch wegfliegt und dann in der Luft stehen bleibt und schwebt. Das Ganze ist hier wirklich nur Fake. Das heißt, ich habe lediglich eine leere Szene gefilmt und das Lichtschwert ist nichts anderes als ein 3D-Modell. Dazu habe ich eine Seite für 3D-Modelle besucht, TurboSquid, und habe mir natürlich einfach nur ein kostenloses 3D-Modell von einem Lichtschwertgriff runtergeladen. Ich benutze neuerdings für After Effects das Video Copilot Plugin Element 3D und dort müsst ihr das Ganze einfach nur reinziehen, das Licht bzw. alles an die Umgebung anpassen, eventuell noch ein Kunstlicht setzen und fertig ist eigentlich die Lauge. Dann habe ich das Ganze noch wackeln lassen und Bewegungsunschärfe draufgepackt. Was ist Bewegungsunschärfe? Wenn ich hier meinen Arm bewege, dann seht ihr, er wird hier unscharf, das heißt, ihr seht meinen Finger nie deutlich. Man muss diese Bewegungsschärfe dann eben im Video künstlich erzeugen, sodass es so aussieht, als hätte das eine Kamera gefilmt. Das bringt mich übrigens auch schon zum nächsten. Ihr zieht dieses 3D-Modell dort rein. Also haben wir das mal hier. Und ihr seht, es ist gestochen scharf. Und würdet ihr mir jetzt glauben, dass das wirklich hier in diesem Bild drin ist? Ich denke nicht.
Das heißt, ihr braucht einfach Unschärfe. Das klingt irgendwie erstmal paradox, weil wir eigentlich was machen, das man nicht sollte. Es ist was Scharfes und man macht es unscharf, man macht es kaputt. Aber es liegt einfach nur daran, dass wir ja nicht die Realität simulieren wollen, sondern wir wollen die Realität, wie sie eine Kamera sieht, simulieren. Das bedeutet, es muss so aussehen, als hätte es die Kamera gefilmt und es muss dann eben unscharf sein, je nachdem, wie es gerade im Fokus ist, dass es eben realistisch aussieht. Zum Schluss natürlich das Lichtschwert noch wackeln lassen, passende Kylo Ren Mind Control Force Trick Sound Effects googeln und einfügen und damit für Atmosphäre sorgen. Der Kampf an sich wurde mit dem Saber Plugin von VideoCopilot.net animiert. Das heißt, ich nehme einfach nur diese Klinge und animiere sie Frame für Frame. Zum Vergleich, eine Sekunde eines Videos hat 30 Bilder. Das heißt, ich musste 30 Mal diese Klinge verschieben für eine Sekunde Videomaterial. Ist ein bisschen ätzend, ist auf jeden Fall ein ziemlich krankes Geduldsspiel, aber mit der passenden Musik geht das. Als das Schwert durch den Türrahmen geschlagen wird, habe ich auch einfach wieder ganz normal das Saber-Plugin von VideoCopilot.net benutzt. Dazu kam noch ein bisschen Funken-Stock-Footage, Color Grading natürlich, damit das Ganze ein bisschen, naja, heißer wirkt und zu guter Letzt noch Heat Distortion. Die lässt das ganze Bild so wirken, als wäre es so heiß, dass alles verzerrt wird. Das kennt man ja im Sommer, wenn irgendwie die Straße total heiß ist. Das habe ich tatsächlich ziemlich oft benutzt in diese JF Answers. Das sorgt einfach nur für den nötigen Feinschliff, damit man wirklich diese Hitze und diese enorme Gefahr, die davon ausgeht, spüren kann. Für alle Effekte, bei denen zum Beispiel ein gewisses Objekt, also das Display, die Kugel oder ähnliches, an einem bestimmten Punkt haften muss, also zum Beispiel dieser Text hier an meinem Finger, dafür habe ich einfach nur das interne 2D Motion Tracking Tool von After Effects benutzt. Das ist nichts Besonderes. After Effects analysiert einen bestimmten Punkt, folgt diesem und dann kann man einfach nur was draufkleben. Das passiert also eher automatisch und ist eigentlich nichts Besonderes, aber sorgt natürlich auch nochmal für einen gewissen Flair. Der wohl schwierigste Effekt in der gesamten Szene, und es tut mir leid, ich muss jetzt ein bisschen hier unten im Skript ablesen, der schwierigste Effekt war ganz eindeutig der mit Dennis, wie er in den Gang kommt, dann der Millennium Falke auftaucht, das ist eine riesige Höhle und zum Schluss feuert er den Schuss ab. Da habe ich wirklich alle meine Ressourcen, all mein Wissen über Visual Effects und allgemein sämtliche Lebensenergie reingesteckt. Das war ziemlich schwierig und ich freue mich jetzt wirklich darauf, euch das erklären zu können, wie ich das gemacht habe. Als erstes haben wir einfach nur einen Shot aufgenommen, in dem man Dennis in dem Gang in unserem Keller sieht, also nichts Besonderes. Das Ganze habe ich dann ausgeschnitten, das Bild musste dann sowohl dunkler als auch ein bisschen kälter werden, das heißt, ich habe einfach nur die Rot- und Grüntöne ein bisschen rausgezogen, damit es ein bisschen bläulicher wird und so weiter. Und das Ganze habe ich dann noch relativ klein gemacht, damit ich einfach nur Platz für die Höhle außenrum habe. Ihr seid sicher gespannt, wie ich das hinbekommen habe, diese Höhle da einzufügen. Und ich finde, die Antwort ist ebenso faszinierend wie einfach nur plump und unspektakulär. Ich habe einfach nur in Google Bilder nach Höhlen, Felsen und Schluchten gesucht. Ich musste also einzelne Elemente aus komplett unterschiedlichen und zusammenhangslosen Bildern so zusammenfügen, dass es so aussieht, als wäre es ein großes und zusammenhängendes Element. Jeder Fels musste dann natürlich tausendmal hin und her geschoben werden, das war unglaublich anstrengend. Sie wurden dann natürlich gecolorgraded, zusammengeklebt, schattiert, ausgeschnitten, skaliert, in den 3D-Raum gezogen, auf Licht angepasst. Das bedeutet natürlich auch, dass man noch irgendwie Referenzmaterial braucht, um herauszufinden, wie denn genau der Lichtwurf wäre, wenn dort irgendwie was hochkommt und so weiter. Wie fällt das Licht auf einen bestimmten Fels? Das Ganze ist eben alles dafür da, um es im Endeffekt real, beziehungsweise nicht real, aber wenigstens glaubhaft rüberkommen zu lassen. Gegen Ende kam dann noch ein Spotlicht drauf, um das Ganze nochmal ein bisschen realistischer mit dem Lichtwurf wirken zu lassen. Das heißt, das künstlich generierte Spotlicht nimmt genau die Position des Millennium-Falkens ein, um einfach nur einen realistischen Lichtwurf, der vom Triebwerk ausgeht, zu simulieren. War schon irgendwie anstrengend. Am Ende kam natürlich dann nochmal der Millennium-Falke als 3D-Model ebenfalls von TurboSquid dort rein wurde eingefügt. Dann natürlich noch ein bisschen Triebwerklicht, das im Prinzip einfach nur aus blauen und weißen Farbflächen besteht. Ein bisschen Speedlines, das kennt man ja aus Anime, also so Wind. Dann noch Partikel, also irgendwie Staub, der aufgewühlt wird von dem ganzen Triebwerk. Das habe ich mit einem internen After Effects-Effekt gemacht, der heißt CC Particle World, womit man die dann ganz einstellen kann. Das heißt Partikelfarbe, wie viele Partikel, Gravitation und so weiter. Einfach nur, damit das Ganze möglichst mächtig wirkt. Natürlich noch Kamerashake. Als letztes kam natürlich dann noch der Schuss, der da eben reinfliegt. Aber das war im Prinzip einfach nur eine rote Farbfläche und obendrauf eine weiße. Nichts Besonderes im Vergleich zu dem anderen Zeug. Manche von euch waren tatsächlich auch von der stehen gebliebenen Uhr überrascht, wobei das tatsächlich einer der eher einfacheren Effekte war. Dazu lässt man halt einfach nur einen 3D-Kamera-Tracker über ein leeres Footage laufen, in dem Fall meine Couch, und dann baut dieser eine künstliche Realität nach.
Und wenn der Kameratracker alles richtig macht und alles gut erkennt, dann setzt man einfach nur ein 3D-Modell über Element 3D dort ein und es bleibt automatisch an der Stelle, an der man es einsetzt und es haben möchte. Es wird dann automatisch rotiert und skaliert. Der Autounfall ist wirklich im Nachhinein betrachtet aus meiner Sichtweise richtige Verschwendung gewesen. Einfach nur deshalb, weil ich ihn viel, viel, viel besser hinbekommen hätte können, aber einfach nur keine Zeit dazu hatte. Mir hat schlicht und ergreifend die Zeit gefehlt und deshalb sieht er jetzt eben so aus, wie er aussieht. Ich habe das versucht, wirklich am Anfang realistisch zu machen, dann ist mir aber halt so währenddessen aufgefallen, okay, ich krieg das nicht hin, fuck, ich brauche jetzt was und dann dachte ich, habe ich mich einfach nur dafür entschieden, ihn komplett over the top zu machen, das heißt, das Auto kommt, dreht sich kurz und dann direkt. Bei Explosionen sollte man übrigens im Allgemeinen immer auf eine bestimmte Sache aufpassen. Wir sehen ja die Realität aus einer Kamera, wie ich es eben vorhin schon beschrieben hatte. Angenommen, dort in diesem Bild wäre eine Explosion, dann wäre sie richtig, richtig hell. Die Kamera könnte also niemals den Hintergrund und die eigentliche Explosion gleichermaßen beleuchten. Das heißt, entweder sie beleuchtet die Szene normal und die Explosion ist nichts anderes als ein weiß-oranger Fleck, weil sie viel zu hell ist, oder sie beleuchtet die Explosion normal, was aber bedeutet, dass sie das komplette Bild abdunkeln muss. Wenn also eine Explosion stattfindet, dann macht immer auch den Rest des Bildes dunkler, weil es dann einfach nur so aussieht, als würde die Kamera das Ganze filmen. Natürlich da noch ein bisschen Glow drauf packen, dass auch die Explosion noch ein bisschen Licht an die Umgebung abgibt und Color Grading halt ein bisschen ins Orange ziehen. Das hört sich nur leider alles so viel einfacher an, als es eigentlich ist. Man muss eben nicht wissen, auf welche Knöpfe man drücken muss. Das ist alles andere als die Kunst bei Visual Effects. Es geht nur darum zu wissen, wann setze ich was ein, wann muss ich was tun und wann ist irgendwas gut. Und ich schätze, ich weiß, wann was gut ist, bloß ich kann es halt nur in der Theorie und ich kann es nicht richtig umsetzen. Das heißt, bei mir ist halt auch selten was so, wie ich es mir vorstelle, wie ich es ja bereits in der Folge an sich schon gesagt hatte. Letztendlich sind es wirklich nur ein paar Keyframes, ein paar Masken, ein bisschen Farbeffekte und so weiter. Aber zu wissen, wann setze ich was ein und wann ist es mir gut genug, das ist eben die große Kunst bei Visual Effects und das ist das, was wirklich lange dauert. Und solche Dinge, die passend sein sollten, bekommt ihr meistens auch dadurch hin, dass ihr das Bild eher kaputt macht. Also zum Beispiel durch Heat Distortion, weil man dann eben nicht mehr so auf die kleinen Details achten kann und so weiter, sondern lässt das Ganze noch obendrein viel mächtiger und besser, realistischer wirken. Solche Effekte retten euch wirklich oftmals den Tag. Allgemein das, was man nicht sieht, ist oftmals viel interessanter als das, was man sieht. Das betrifft aber nicht nur Visual Effects, sondern so ziemlich alles, was Filmemachen betrifft. Die ganzen Effektszenen werden dann letztendlich in Premiere Pro, also einer Schnittsoftware, zusammengebracht und dann mit entsprechender Musik und Soundeffekten ergänzt. Bedenkt aber immer, dass dieses Video hier kein Tutorial war. Ich habe euch lediglich ein paar Begriffe, Grundlagen und irgendwelche Techniken zu Visual Effects genannt. Damit könnt ihr allerhöchstens nach bestimmten anderen Dingen suchen und euer Wissen somit verfeinern. Dafür ist das Ganze gut und einfach nur, dass ihr einen Überblick bekommt, wann ist was gut und wann ist was schlecht. Das ist viel wichtiger als das Wissen, wie ich jetzt genau After Effects bediene. Und bedenkt bitte auch, dass ich alles andere als ein Profi bin. Ich bin natürlich schon ein bisschen fortgeschrittener, aber ich bin einfach kein Profi. Vieles sieht bei mir auch einfach nicht gut aus. Das ist hässlich. Dieser Autounfall, ich schäme mich dafür. Es ist immer der Feinschliff, an dem es letztendlich scheitert. Der ist aber natürlich von Footage zu Footage, von Effekt zu Effekt und von Bedürfnis zu Bedürfnis unterschiedlich. Es sind aber immer so diese 5%, die ihr davon entfernt seid, dass es euch gefällt. Und ihr werdet es nicht schaffen. Ihr werdet diese 5%, ihr werdet sie nie überschreiten. Ihr werdet sie nie erreichen. Und das ist so frustrierend, verdammt. So, Leute, das war's jetzt auch schon wieder mit diesem Video. Ich hoffe, ich habe nicht zu oft nicht in die Linse geschaut, sondern irgendwo anders hin oder so. Oder aufs Skript. Ich hoffe, ich habe euch oft angeschaut. Ich hoffe, meine Moderation war einigermaßen erträglich. Es ist ziemlich schwierig, wenn man so viel zu sagen hat und dann noch auch immer zur Kamera sprechen muss. Es ist 1 Uhr morgens, ich bin hundemüde und mein Hals tut schon weh, weil ich mir die Fresse so fusselig geredet habe, beziehungsweise den Hals. Ich weiß auch gar nicht, ob die Soundqualität einigermaßen okay war, weil das Mikro war eigentlich relativ weit weg. Ja, wenn euch das ganze Video gefallen hat, dann lasst bitte einfach nur einen Like da. Ich bin irgendwie gerade, es tut mir leid, ich habe absolut gar keinen Plan mehr, ich kann mich kaum noch auf den Beinen halten. Macht's gut.